Ihr versucht es zu verbergen, Priester, aber ich sehe die Verachtung in euren Augen. Ich lasse euch dann mal besser allein mit euren Göttern und euren Vorurteilen. Dann schreitet den lichterstrandenden Dame voran und vollbringt ihre Arbeit. Lebt wohl. I trust you are here in good faith. Grüße euch, wie kann ich euch dienen? Erzählt mir eure Geschichte, wie kommt es, dass ihr der strandenden Dame dient? Meine Mutter starb, als ich ein Kind war und ließ mich und meine Schwester in der Obhut meines Vaters Polf zurück. Er war ein guter Mann, mein Vater. Als die Scheusale vor fast 10 Jahren aus Drachenspeer ausbrachen und das Land verwüsteten, war er unter den Ersten, die Widerstand leisteten. Er war auch unter den Ersten, die fielen. Lea und ich wurden in die Obhut meiner Tante und meines Onkels gegeben. Sie waren ärmer als Vater, aber nicht weniger edel im Geist. Sie kümmerten sich um uns wie um ihre eigenen Kinder. Sie wurden im Zweiten Drachenspeerkrieg erschlagen, genau wie Lea und 3 meiner Vettern. Ich fand Trost in meinem Glauben, etwas aber, als Kayla mich fand, muss ich zugeben, dass ich begonnen hatte, an Helm und all den Göttern zu zweifeln. Wie konnte sie zulassen, dass dies geschah? Kayla hatte eine Antwort. Der Verlust unserer Geliebten ist eine Prüfung, vor der uns die Götter stellen. Eine Prüfung, bei der wir nur zu oft versagen. Wir senken unsere Köpfe, vergießen einige Tränen und zucken mit den Achseln und akzeptieren, dass wir nicht das, was nicht akzeptierbar sein sollte. Die Toten von Drachenspeer wurden nicht verloren, sie wurden uns genommen. Und was einst genommen wurde, kann zurückgeholt werden. Eine ehrfurchtgebietende Aufgabe, eine, für die ich besser gewappnet wäre, würde mein Körper, meine Körperkraft oder die, der meines Geistes gleichen. Könnt ihr mir helfen, Polvi? Gelobt sei Kayla, danke für eure Zeit und eure Geschichte, Polvi. Ich werde euch jetzt verlassen. Und ihr glaubt, eure irrsinnige strahlende Dame wäre diejenige, die sie zurückholt. Ihr werdet niemals die Toten von Drachenspeer wiederherstellen. Priester, ihr werdet euch ihnen anschließen. Nehmen wir mal die 1. Für einen Anhänger der strahlenden Dame mit Vermögen, womit kann ich dienen? Oh, leichte Wunden heilen ist bei ihr billiger. Oh, einmal kritische Wunden heilen. So. Me happy I'm not being beaten. So no more resting talk, got it? Einen Weg finden, Slug zu befreien. Ja, jede Menge Kreuzritter. Hier möchte ich mich nicht unbedingt rauskämpfen wollen. Kreuzritteroffizier. Dieses Luxury-Bett steht im krassen Gegensatz zu einer kargen Umgebung. Oh, wer seid ihr? Habt keine Angst, ich bin Brennoe. Gehört ihr zum Kreuzzug? Brennoe, halt von Baldur's Tor. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Nein, wie lange seid ihr schon in diesem elenden Ort? Nehmen wir die 2. I don't even know how long I've been down here anymore. The Crusade took my family. My father and brothers. I don't know what happened to them. Ich weiß nicht mal mehr, wie lange ich schon hier unten bin. Der Kreuzzug hat meine Familie mitgenommen. Meinen Vater und meine Brüder. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist. Sie haben herausgefunden, dass ich weiß, wie man mit Nadel und Faden umgeht und haben mich an diesem Ort eingesperrt und mich ihre Klamotten reparieren lassen. Ist nicht so, als würdet ihr eine bessere Chance zum Flucht bekommen als diese. Ich habe einen guten Teil der Leute eliminiert, die euch aufhalten können. Geht nun, verlasst diesen Ort über die Flusshöhlen. Da, wo ich sie hinschicke, werden sie für Klamotten wenig Nutzen haben. Verschwindet von hier, rennt so schnell und weit weg, wie ihr könnt. Nehmen wir die 1. Werdet ihr mich begleiten? Ja, ich habe keine Angst. Es gibt hier unten noch viel für mich zu tun. Wenn ich könnte, würde ich es tun, aber ich kann nicht. Also, ich habe euch eine Möglichkeit gegeben, frei zu sein. Ihr wollt immer mehr? Nein, ihr seid auf mich alleine gestellt. Ich habe hier unten noch zu tun. Ich wünschte, ich hätte etwas, das ich euch geben kann. Alles, was ich habe, sind diese Handschuhe, aber sie sehen zu klein für Hände aus. Nun nehmt sie trotzdem, wenn ihr auch nur als Glücksbringer. Viel Glück auf eure Mission. Auf Wiedersehen. Ich habe Rondra gesagt, dass sie fliehen soll. Mhm.
Neuer Tagebucheintrag Glinda, aber an dem Tagebucheintrag hat sich nichts geändert. Hm. Flinkfingerhandschuhe. Oh ja, und ich habe vergessen, dem Etienne seine Keule zu geben. Lift. Käfig. Durch das Drehen dieses mächtigen Rades wird eine Plattform in das Untergeschoss von Drachenspeer gehoben. Einmal hat man beim Wurf des Rades eindeutig an Urga gedacht und die durch Kraft alleine dreht es sich nicht. Durch eure Größe ist es unmöglich, die Plattform zu benutzen, um die Burg zu erreichen. What? Who that there? Was, wer ist da? Einer. Manners. Einer, Manieren. Hello. What we do for you this fine day? Seid gegrüßt, was können wir heute für euch tun? Habt ihr gesagt, dass sich jemand geschlagen hat? Das ist entsetzlich und verzeihlich. Seid gegrüßt, meine Herren. Wie geht es euch heute? Es ist doch Tag, oder? Jordan, ist das schwer zu sagen. Ich muss nach oben. Ich bin in dringenden Kreuzzugangelegenheiten unterwegs. Seht ihr, ich trage das Wappen von Kayla. Ich habe eben gehört, dass ihr sagtet, ihr werdet zufriedener, wenn ihr nicht geschlagen werdet. Das ist exzellent. Ich werde euch mit Freuden nicht verprügeln. Vorausgesetzt, ihr bringt mich mit eurem Lift nach oben. Nehmen wir mal die zwei. Who are you? You don't smell like Crusader. Wer seid ihr? Ihr riecht nicht wie ein Kreuzritter. Ich versichere euch, das bin ich. Dass ich einer bin. Gerüche können täuschen, mein imposanter, beharrter Freund. Hier, ich habe Kaylas Siegel. Ihr denkt, eure Nase ist zuverlässiger als ausgebildete Kreuzsoldaten. Wie hätte ich es überhaupt hierher geschafft, wenn ich kein treuer Anhänger von Kayla wäre? Und wenn ich zugeben würde, dass ich es nicht bin, was würdet ihr tun, ihr treuen Diener von Kayla? Alle Ehre sei mit ihr? Nehmen wir die zwei. Stupid, I know. They got the Shining Lady Seal. Doesn't smell like Crusader. What kind of talk is that? Der dumme Einer. Sie tragen das Siegel der strahlenden Dame. Riecht nicht wie ein Kreuzritter. Was für ein Gerede. I know, not very smart. Hop on. We take you up. Einer ist nicht schlau. Steigt ein Wärter her. Wir nehmen euch mit. Okay, wir kommen in die Burg. Wie ihr wünscht. What's the meaning of this? I didn't requisition any more supplies, and you're not one of Heffernan's Blackhoods. Explain yourself. Was bedeutet das? Ich habe keine Vorräte mehr angefordert und ihr gehört nicht zu Heffernans schwarzen Kapuzen. Erklärt euch. Ich darf hier sein. Ihr seht, ich habe Kayla's Siegel. We've all got seals, idiot. What are you doing up here? Wir haben alle Siegel, Idiot. Was macht ihr hier oben? Ich bin Brennuer, der Heirat von Baldur's Tor. Ich bin gekommen, um Kayla für ihre Taten zu bestrafen. Ich muss mit der Dame äußerst wichtige Angelegenheiten besprechen. Äußerst wichtig, sagt ihr. Das werden wir sehen. Ergreift sie. Go into the light, Lackey of Kayla. Geht ins Licht, Lakai von Kayla. Oh. Supi. Okay. What a perfectly horrible little man. Killing him was a kindness. Was für ein schrecklicher kleiner Mann. Ihn zu töten war eine gütige Tat. Hm. Ja, Heiltränke, Kugeln, Pfeile. Wahrscheinlich ein Zweihänder, ja. Ein paar Kugeln für Nera.
Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier sind die Vorräte, die wir vergiften sollen. Oh, ich bin überladen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich fand die Vorräte von Drachenspeer. An den Mauern stehen genug Fässer, Kehlers Kreuzung im Buch Drachenspeer monatelang mit Wasser zu versorgen. Wenn ihr wollt, könntet ihr sie vergiften. Hier gießt einen Tropfen Gift in jedes Wasserfass. Das Wasser fängt an, faulig zu riechen. Eindringe, sterbt. Wassermephit. Toter Wassermephit. Wie kann ich helfen? Schön. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bleibt, wo ihr seid. Wer seid ihr? Was ist mit Belben passiert? Wer? Das wollt ihr wirklich nicht wissen. Vertraut mir hierbei. Allergien. Er hat schlecht darauf reagiert, erschlagen zu werden. Es wäre einfacher, es euch zu zeigen, als es euch zu erklären. Wer? Eindringen auf die Knie sofort. Ruhig, mein Freund. Lasst uns nicht irgendwas tun, was ihr bereuen werdet. Das wird nicht geschehen. Hört zu, wir sind beide erwachsen. Reden wir in Ruhe über die Angelegenheit, in Ordnung. Auf die Knie sofort. Nicht gerade anfreunde letzte Worte, aber sie müssen genügen. Nehmen wir die zwei. Tötet sie in Kellers Namen. Yes, I understand. Worum geht es diesmal? Esserin, Lord Heffernan, schaut, wir sind nicht alleine. Wachen. You're here, but how? Benno, ihr seid hier, aber wie? No matter. Ganz gleich. Olovan, Esserin, bringt mir das Blut. Bring me the boss spawn's blood. Ja, okay. Ihr habt einen Fehler gemacht, indem ihr hierher gekommen seid, Benno. Es wird euer letzter sein. So habe ich das eigentlich nicht gedacht. Au. Na, laden wir erstmal unseren Autosave. Wie ihr wünscht. Das lief nämlich nicht so wie geplant. Und zwar gar nicht. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir ihn befreien. Lag frei, das hat ihr mein Ogerfreund. Jetzt, wo ihr frei seid, wie könnt ihr mir helfen? Nurse, all alone outside. Slug need find her. But first help you. In north end of river caverns is fresh water, good to drink. On wall next to pool is hiding hole. Ogre treasure there. It will help you kill shiners. Moos ganz allein da draußen. Slug muss sie finden, aber zuerst Slug euch helfen. Ganz im Norden der Flusshöhle ist frisches Wasser, trinkbar. An der Wand bei dem Wasser ist ein Versteck. Dort ist ein Ogerschatz. Hilft dabei, Strahlende zu töten. Ihr habt meinen Dank. Jetzt muss Slug nutzen Geheimgang. Muss an strahlenden Wachen vorbei. Sie töten, wenn nötig. Moos finden und so viele strahlende Töne wie möglich. Sie haben Moos Slug weggenommen. Slug wird ihre Köpfe wegnehmen. Ich kann das Versteck der Ogender in den nördlichen Höhlen finden. Aha. Ihr braucht nur zu fragen. Wenn, dann muss das hier irgendwo sein. Also das ist mein Bummfass. Ich weiß nicht, das steht ziemlich auffällig darum.
Wo streift jetzt der Itin rum eigentlich? Der ist bis da runtergelaufen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier, Geist, ich habe eure Keule gefunden, die ihr verloren hattet. Keule wieder da. Jetzt ich erschrecken dürre Menschen. Warte, ich dachte, ihr wolltet die Keule haben, damit ihr ins Jenseits weiterziehen könnt. Euer Dummer, da reicht Höhen, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Nehmen wir die zwei. Hier, ich gebe euch Geschenk. Nehmen Lindenschurz.